Ja, Mahlzeit alle miteinander. So, ich muss mal wieder näher rangehen. Letztens hat mir jemand gesagt, meine Whisky-Aufnahme sei leise gewesen. Das stimmt, ich lag sehr zurückgelehnt, entspannt und deswegen nicht ganz so nah am Mikrofon, wie ich das üblicherweise tue. Ich habe auch immer ein bisschen Angst, ins Mikrofon umgekehrt hineinzuschreien. Ihr kennt ja meine Leidenschaften. Und dann platzen plötzlich Leute die Trommelfelle. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, denn dann verliert man ja seine Hörer. Also, die Lage ist wie immer und wie Han Solo gesagt hat, was so schlecht. Sorry. Also, ich habe das vorhin gesehen, diese Twitter-Vergleiche. Ich bin da demjenigen, der das immer macht, diese Schlagzeilen zusammen nebeneinander stellt, wirklich sehr dankbar, weil das eine relativ einfache Sache ist, Leute auf das schreiende Unrecht unserer Zeit hinzuweisen. Wenn, das ist, glaube ich, vom 13.01. beides Nachrichten gewesen, oder ich glaube, ich habe sogar drei. Ich muss es direkt nochmal selber nachgucken. Ich habe es ja auch retweetet. Blubdi-blubdi-blub, wo war's? Nee, ach nee, Retweet ist eine extra Kategorie. Nee, es ist auch nicht. Jedenfalls, ach doch, da haben wir es ja, genau. Also, es hat sich in, wo war es? Seesen war ein Leichenfund. Und kam in der Hannoverschen Allgemeinen, 350 Menschen trauern um Toten aus Lehrte. Polizei steht da, während 350 Menschen einer Religion, die nicht kritisiert werden darf, sich versammeln, dicht an dicht stehen. Ich kann auf dem kleinen Foto nicht sehen, ob sie Masken tragen oder nicht. Aber ja, gleichzeitig löst die Polizei, stand auch am gleichen Tag, einen Kindergeburtstag mit 30 Gästen auf. Gäste versteckten sich in Schränken. Und auch am gleichen Tag, nee, einen Tag zuvor, am 12.01., Polizei durchkreuzte den Plan eines Zwickauer Pärchens, einen Winterspaziergang zu machen. Stattdessen gab es ein Bußgeld 60 Euro. Dabei sitzt dieses Pärchen zu zweit in ihrem Auto. Zu zweit. Ich weiß nicht, ob die zusammen wohnen oder nicht. Das heißt, es gibt ja diese merkwürdige Regel von nur eine Person eines anderen Haushalts, aber zwei Personen in einem Auto, die mitten im Wald, und dieses Foto muss man sich wirklich so vorstellen, das Auto angehalten mitten im Wald, so weit wie man guckt, Bäume und Schnee und nichts und niemand. Der einzige Kontakt, abgesehen von sich selbst, den sie als Pärchen sowieso jeden Tag haben, sind die verdammten Bullen, die sie anhalten. Das sind die einzigen, die sich damit gefährden, wenn von Ansteckung eine Gefahr ausgeht. Wenn man die einfach in den verfickten Wald hätte fahren lassen, dann wäre dort wahrscheinlich weit und breit niemand gewesen. Aber eine Clan-Beerdigung, da können 350 Leute wie die Traube dicht an dicht stehen und die Polizei schaut von ferne zu. Und Kindergeburtstag wird aufgelöst. Gäste. Das muss man sich vorstellen. Kindergeburtstag und die Gäste fliehen ins Badezimmer und in die Schränke. Das ist die Schande von Deutschland. Aber ich habe es schon mehrfach gesagt, ein Land, das dagegen nicht aufbegehrt, verdient es auch nicht anders. Also offenbar gibt es genug Leute, die finden das normal. Ne? Eine andere Nachricht, die auf Twitter kam, wo man dieser oder jener Meinung sein kann, aber interessant fand ich sie allemal. Hier war zu lesen, wir haben bislang 50.000 Euro erhalten. Für 75 Hotels ist das ein Witz. Motel One-Gründer Dieter Müller hat bisher nur eine geringe Abschlagszahlung vom Staat erhalten. Man hat den Eindruck, dass die Bundesregierung die Mittelständler um ihre Existenz bringen will, so sein bitteres Fazit. Nun kann man natürlich sagen, einer im Kommentar hat das nicht ganz zu Unrecht, wer 75 Hotels besitzt, ist das noch ein Mittelständler? Naja, vielleicht ist das schon grenzwertig, aber zur Oberschicht gehört man, denn das ist ja Motel One, ist ja jetzt sind ja keine Luxushotels. Ich habe jetzt keine Vorstellung, wie viel so ein Mann verdient, wie viel Geld so jemand hat. Also ordentlich leben wird er schon, aber wir sind ja nun auch keine sozialistischen Missgünstler, also jedenfalls ich bin keiner. Ich möchte das nur noch mal sagen. Also trotz meines Daseins als Hartz-IV-Empfänger, das wird wahrscheinlich der Rest meines Lebens mein Lebensstandard sein. Ich bin kein missgünstiger Mensch. Dass es anderen besser geht als mir, hat mich nie gestört.
Ich will nur ein bisschen vom Kuchen des Lebens auch abhaben. Das genügt mir schon. Dass andere Hotels besitzen und Villen und Yachten, das hat mich nicht gestört. Also, aber sagen wir mal, Missgunst habe ich persönlich immer als etwas Unprofitables angesehen. Denn dass es anderen schlechter geht plötzlich, sorgt nicht dafür, dass es mir besser geht. Also weder emotional noch in der Regel auch materiell. Aber das soll es hier nicht gehen. Jedenfalls, das ist ein Beispiel für vieles. Hotels sind ja wichtig. Also ich meine, nun bin ich weder Hotelier noch ich habe mich ja auch manchmal lustig gemacht über die FDP und ihre Hoteliers. Aber Hotels sind nochmal eine wichtige Branche, denn Tourismus ist ein wichtiger Bereich der Einnahme von Geldern für einen Staat und für eine Stadt. Und dafür braucht es nun mal Hotels als Dienstleistung. Und es sorgt ja auch nicht für ganz wenige Arbeitsplätze, Leute, die dort arbeiten und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist genauso wichtig wie anderes auch. Und wenn die nun alle pleite gehen, tja, wie gesagt, das ist diese Versprechen vom Staat immer. Wenn der Staat nichts tut, dann kann ich das noch mehr entschuldigen, als wenn der Staat verspricht, er tut etwas und tut es dann nicht. Ich habe das persönlich immer sehr gehasst, wenn Leute etwas versprochen haben und sich nicht daran gehalten haben. Dann soll man es nicht zusagen. Dann soll man sagen, wir werden sehen, was wir tun können, wir werden das Mögliche tun, aber wir haben nicht unendliche Geldquellen oder irgendeine ehrliche Antwort und nicht sagen, ja, niemand wird es schlechter gehen, wir werden alle Bezahlungen ersetzen oder irgendwas, was man den Leuten alles versprochen hat. Das finde ich unredlich, das finde ich empörend. Und das ist es, was mich auch von der Politik wirklich ankotzt, dass man den Leuten immer alles Mögliche zusagt, was sich nicht erfüllt. Aber genug von der deutschen Politik, das ist ja nicht überraschend. Wobei eine kleine Bemerkung sei mir noch gestattet. Es gab hier einen Artikel, jetzt muss ich mal sehen, in der Stuttgarter Zeitung, in der Virologe Streeck sich ein weiteres Mal zu Wort meldete und sagte, dass der Inzidenzwert ein völlig falsches Bild vermittle. Die Gründe sind uns alle selber schon klar, also weil diese Testmethoden halt völlig willkürlich sind, mal wird mehr getestet, mal weniger getestet. Das heißt, es sind überhaupt keine vergleichbaren Zahlen, die der Inzidenzwert liefert. Wir haben das alle schon gesagt. Ich bin erstaunt, dass ein Virologe nach Monaten endlich auch auf die Kritik kommt, die wir normalsterblichen Laien und Deppen, die wir sind, jedenfalls in der Meinung dieser Leute, eigentlich schon seit Monaten wissen. Das finde ich immer wieder herrlich. Aber ich will jetzt nicht auf Herrn Streeck einprügeln, vielleicht sagt er das schon länger. Aber erstaunlich ist es ja doch, dass die bösen, blöden, verteufelten Stammtischleute, sprich wir, immer schon im Voraus wissen, was dann die Experten Monate oder Jahre später auch wissen. Wir Stammtischler wussten auch schon, bevor der Euro eingeführt wurde, dass das nicht funktionieren würde und auch genau warum. Und das hat sich auch alles genauso bewahrheitet. Aber tja, sei es wie es sei. Experten eben. Aber zu Amerika, was sich dort abspielt, ist schon ein Horrorschauspiel allererster Qualität. Nun wird quasi auf der Zielgeraden der Stafettenübergabe der Präsident impeached. Also, nun muss ich gestehen, was genau ein Impeachment ist, weiß ich auch nicht. Ob das dann tatsächlich eine Amtsenthebung zur Folge hat. Ich habe mir mal als das erste Impeachment-Verfahren war, vor 2 Jahren oder was, da habe ich mich mal darüber informiert, aber ich habe das dann auch wieder verdrängt. Und damals waren die Leute, die über YouTube sagten, was ein Impeachment bedeutet, unterschiedlicher Auffassung. Zum Beispiel habe ich oft gehört, es muss für ein Impeachment gar keinen Grund geben. Also es muss sich einfach nur die Mehrheit von Senat und Repräsentantenhaus einig sein. Sie wollen den Präsidenten impeachen, also was immer das, wie gesagt, bewirken mag. Und sie müssen dafür keinen legalen Grund haben. Also es muss nicht irgendetwas sein. Sie müssen einfach nur der Meinung sein. So haben einige Online-Juristen auf YouTube gesagt. Andere haben gesagt, nein, dafür müssten spezielle Gründe da sein. Ja, wer von den beiden recht hat? Ich bin weder Jurist noch gar jetzt Jurist im amerikanischen Recht.
Hier geht es auch um etwas ganz anderes. Erstens mal, ich habe mir für mehrfach sagen lassen, auch hier ist wieder, ich habe das nur vom Hörensagen, ich bin kein Rechtsexperte für US-Recht. Das eine ist, es ist wohl so, dass sich ein Präsident, der erfolgreich impeached wurde, sich nicht mehr zur Wahl stellen kann. Es ist ja so, dass man in Amerika als Mensch nur zwei Amtszeiten Präsident sein kann und Trump hatte nur eine. Der Mann ist jetzt 74. Das heißt, dass der sich mit 78 in 4 Jahren nochmal zur Wahl stellt, ist sowieso extrem unwahrscheinlich. Aber das ist eben sozusagen der, was viele YouTuber amerikanischer und englischsprachiger Couleur gesagt haben, das sei der Sinn des Impeachments. Man habe die Angst, Donald Trump würde sich wieder zur Wahl stellen in 4 Jahren. Ich finde das lächerlich. Ich meine, gut, Gott weiß, wie die Gesundheit eines Mannes ist, aber dass sich ein 78-jähriger Donald Trump nochmal zur Wahl stellt, mein möglich ist alles, aber pff, ja, das ist. Ich glaube, in 4 Jahren gibt es weder eine republikanische Partei noch irgendeine Art Opposition in den USA. Aber ich sagte ja auch schon, das Hauptgefühl von Menschen, die böse sind, ist Paranoia. Böse Menschen werden von schlechtem Gewissen getrieben und dieses schlechte Gewissen lässt sie den Bogen regelmäßig überspannen, weil sie sich ihrer bösen Taten sehr bewusst sind und nichts mehr fürchten als die Gerechtigkeit. Deswegen sind sie wie von einer paranoiden Furcht verfolgt, dass andere Menschen so schlecht sein könnten wie sie selbst und sich an ihnen rächen würden. Und deswegen werden und können die Demokraten jetzt keine Maßnahme auslassen. Ich glaube aber, es geht den Demokraten nicht darum, Donald Trump 2000, was wäre das, 24, nee, 25, also jedenfalls die nächste Wahl von Donald Trump zu verhindern, eine Wiederwahl eines 78-Jährigen zu verhindern. Nein, worum es ihnen geht, ist ein Zeichen, ein Symbol. Politik besteht ganz erheblich aus Symbolen, die gesetzt werden, aus Zeichen. Denn solche Dinge haben eine Macht. Sie beeinflussen die Stimmung von Millionen mitunter. Und was hier gezeigt werden soll, ist eine Demonstration. Nach dem chinesischen Prinzip bestrafe einen, erziehe tausend. An Donald Trump soll wie vor einiger Zeit an Alex Jones ein Exempel statuiert werden. So wie man, das hat man mit Alex Jones so gemacht, das hat man übrigens auch mit Martin Sellner so gemacht. Man nimmt eine Person, die relativ bekannt ist und exponiert, die stellvertretend für eine ganze Bewegung steht und führt an dieser einen Person die maximale Bestrafung vor. Das heißt, man macht es dieser Person unmöglich, irgendwo im Internet aufzutreten, irgendwo im Internet gehört zu werden und damit überhaupt noch gehört zu werden. Aber man vernichtet auch alle Arten bürgerlicher Existenz. Konten, also zum Beispiel haben schon sehr viele Banken mit Donald Trump ihre Zusammenarbeit aufgekündigt. Und es wird interessant sein, ob die Firma von Donald Trump überhaupt existiert oder ob sie nicht wahrscheinlich, vielleicht werden die Demokraten sie verstaatlichen oder zerschlagen oder irgendwas anderes. Also ich nehme an, hier geht es um Rache, um nichts anderes. Es geht hier nicht um Recht oder Gerechtigkeit gar um Zukunftsängste vor Donald Trump in der Zukunft. Genauso wie Alex Jones oder Martin Sellner mit allem nötigen Respekt vor diesen beiden nicht Personen sind, die das Establishment fürchten muss. Und das sei hier mit allem nötigen Respekt, vor allem mit Hinblick auf Martin Sellner, dessen Arbeit ich respektiere, gesagt. So meine ich es nicht. Aber weder Martin Sellner noch Alex Jones und auch nicht Donald Trump stellen für das Establishment jetzt noch eine Gefahr dar. Das heißt, sie hätten es nicht nötig, so zu handeln. Aber sie tun es aus Rachsucht. Es reicht ihnen nicht, dass ein Mensch besiegt ist. Es reicht ihnen nicht, dass alles, was ein Mensch gewollt hat, durchkreuzt und verhindert wurde. Und das wird passieren. Jede Maßnahme, die Donald Trump durchgeführt hat, wird rückgängig gemacht werden. Sie werden johlend und jubelnd den Zaun abreißen, mit großem Showgewitter und Kameras und Nachrichten werden
wochenlang über die Zaun- und Mauerentfernung an den Staatsgrenzen. Einige Bundesstaaten werden das vielleicht nicht mitmachen. Ich nehme an, Texas wird sich dem verweigern. Das ist ja ein nicht geringer Abschnitt. Aber es wird mit Sicherheit große, symbolträchtige Zaun- und Mauerabreißungen geben. Und man wird das als die Großtat der Heiligen und der Helden feiern. Man will die maximale Demütigung des politischen Gegners. Darum geht es hier. Also Donald Trumps im Inneren und natürlich all seiner Anhänger, also uns im weiteren Sinne, ob wir jetzt Fans gewesen sind oder ihn als das geringere Übel unterstützt haben, es sei dahingestellt. Uns allen wird hier ein Mensch zerbrochen. Maximal. Und das wird nicht aufhören damit. Ich kann euch das versichern. Also mich würde es wirklich, ich habe das mal so, ich habe das nicht mal ganz scherzhaft gemeint, als ich schrieb, ich würde an Donald Trumps Stelle mit seiner Familie Amerika verlassen. Am Ende geht es ihm so wie wie der Zarenfamilie in Russland. Einer schrieb mir dann darauf, was nicht ganz verkehrt ist. Ja, im Gegensatz zum Zaren habe ja Donald Trump 75 Millionen Anhänger. Aber wo sind diese Anhänger? Also, wenn diese 75 Millionen Anhänger eine Rolle spielen wollen, dann hätten sie sie vor Tagen und Wochen spielen müssen. Dann hätten sie als der Asatru-Schamane im Kapitol stand sagen müssen, das ist das Fanal, wir gehen auch. So. Und was haben sie getan? Sie haben nichts getan. Sie haben zu Hause zugesehen, sie haben gesagt, ja, das war nicht der richtige Zeitpunkt, das war nicht die richtige Methode. Ja, die richtige Methode ist, zu Hause zu bleiben und nichts zu tun. Dann darf man sich aber auch nicht beklagen. Ja, so. Denn im Gegensatz zu uns sind die Amerikaner bewaffnet, obwohl die, die da ins Kapitol gegangen waren, es ja nicht sind. Die waren unbewaffnet. Aber auf diese 75 Millionen da, die zähle ich nicht. Es tut mir leid. Die werden sich fügen. Sie werden sich fügen. Es wird keinen Aufstand geben. Es wird keine Rebellion geben. Wer das glaubt. Wenn ich mich irre, werde ich Abbuße tun. Ich werde mich selbst darüber freuen, was für ein Idiot ich gewesen bin, dass ich mich geirrt habe und diese Leute falsch eingeschätzt habe. Ja, aber im Moment glaube ich es nicht. Und wie gesagt, all denjenigen, die mir jetzt noch mit, ach, sag ich, an das Collier, an die Perlenkette greifen und sagen, oh Gott, Caligula, was predigst du da für gefährliche Sachen, kann ich nur sagen, ihr werdet noch sehen, wohin diese Chose läuft. Weinen werdet ihr in ein, zwei Jahren darüber, dass ihr nicht ausreichend auf mich gehört habt. Also, nicht ihr, aber, und auch nicht mir im Speziellen, aber im Generellen gesprochen, diejenigen, die jetzt ihre Ohren verschließen gegenüber denjenigen, die jetzt warnen und mahnen. Das ist, was sein wird. Denn für diese Partei und diese Elite, die dort jetzt die Macht ergreift, wird es kein Maß und Ziel geben, kein Ende. Für sie reicht es nicht, die Macht einfach zu haben. Sie brauchen das Gefühl, sie haben ein Psychopath, sie sind von psychopathisch-sadistischer Natur. Diese Leute brauchen das Gefühl, täglich andere Leute erniedrigt zu haben, andere Leute fertig gemacht zu haben. Daraus saugen sie Lustgewinn, weil sie perverse, psychopathische Sadisten sind. Diese Leute freuen sich. Ich habe diesen bösen Satz gesagt, ich sage ihn jetzt hier nicht, nicht weil er mir zu böse wäre, sondern weil er ja etwas geschmacklos war. Aber doch, ich bin überzeugt, ein erheblicher Teil der Politiker der sogenannten linken Seite und auch der aus dem Establishment, die da mitmachen oder die vielleicht sogar die Strippenzieher sind. Ich glaube ja, dass die Politiker eher die Marionetten vom Big Tech sind, also und von Big Bank. Also dass die großen Superreichen, ich sag's mal so ganz einfach gesagt, dass die großen Superreichen, das sind die Strippenzieher. Und selbst die Politiker sind nur Marionetten und sind nur Sockenpuppen und Erfüllungsgehilfen, die vielleicht glauben, sie haben den großen
Triumph mit und werden ihn teilen, wenn die großen Reichen und die großen Big Tech-Firmen und die großen Pharma-Firmen und die großen Banken an die Macht kommen, die Korpos, wie man in Cyberpunk-Sprech so sagt. Und es gibt eine Szene in Herr der Ringe, in dem Gandalf von Saruman festgehalten wird auf dem Turm Isengard. Und Saruman dem besiegten Gandalf ein letztes Mal anbietet, wir können zusammenarbeiten, zusammen mit Sauron. Und jetzt muss ich gerade mal sehen, wie man das Deutsch übersetzen würde. Ich paraphrasiere es jetzt, Gandalf sagt, der eine Ring der Macht folgt nur einem einzigen. Und dieser eine teilt seine Macht nicht. Und das ist das, was die ganzen Politiker nicht begreifen. Selbst die ganzen Politiker sind nur Marionetten der Mächte im Hintergrund und werden bei der ersten Gelegenheit selber kaltgestellt. Man wird sie vielleicht als Marionetten weiter tanzen lassen. So. Aber dass Leute wie Biden oder Kamala Harris, Alexander Ocasio-Cortez oder Ilhan Omar oder Nancy Pelosi und wie sie alle heißen, dass diese Leute tatsächliche Macht haben werden, das träumen die. Aber sie werden selbst nur Getriebene sein. Getriebene von den Medien, die sie auch weiter vor sich hertreiben werden. Und getrieben natürlich von den Strippenziehern im Hintergrund. Und das ist eines der großen Tragödien und das große Versagen der Linken. Rund 10 Jahre mag es jetzt her sein, ich habe es jetzt nicht nachgesehen, da gab es die sogenannte Occupy-Bewegung. Eine Bewegung von links, die gegen Monopolisten war. Und das erste Mal, solange ich mich erinnern kann, war grob rechts und links einer Meinung. Leute rechts und Leute links waren plötzlich vereint in dieser Vorstellung, da gibt es Großbanken, Großindustrie, reiche, mächtige, die zu mächtig geworden sind. Die Korpos, die hier die Strippen ziehen. Und dann kam irgendjemand auf die glorreiche Idee, diese ganze fast einheitlich zusammenkommende Bewegung aus verschiedenen politischen Lagern zu Pulver zu zermahlen, indem man die sogenannte Identitätspolitik diesen Leuten einflüsterte. Das ist so wie das Teufelchen, das auf der Schulter sitzt und dir ins Ohr irgendeine Bosheit einflüsterst. So kam ein dunkler Dämon auf deren Schultern und in deren Gehirne und plötzlich kam diese ganze Geschichte mit Gender-Toiletten und Pronomen und Schwarz gegen Weiß und was es alles gibt, Schwarz gegen Asiatisch. Also dieser ganze Kladderadatsch von Identitätspolitik, der das Ganze gespalten hat. Und wenn man sich nach dem Cui Bono fragt im Sinne von Cicero, dann muss man sagen, die Großbanken, Big Tech, große Pharmaindustrie, das heißt die Reichen, die Superreichen, die die Geschicke Amerikas leiten, die sind die Profiteure, weil alles, was damals als linker und rechter Protest gegen die Großbanken, die Multimilliardäre, die Medienmogule, die Pharma-Mogule, alles, was sich damals plötzlich zusammenfand, ist in alle Winde zerstreut und miteinander gespalten. Und dass sich die Linken auch das mit sich in dieser Weise verführen ließen und in diese Falle reingetappt hat, ist etwas, wo für mich die Linken etwas, was ich als unverzeihlich finde. Als einer, der in sozialen und gesellschaftlichen Fragen immer noch einige linke Dinge, wie zum Beispiel ganz klar für eine gemeinsame Gesundheitsversicherung, weil ich nicht will, dass Leute Angst haben, dass sie krank werden und niemand hilft ihnen. In so eine Gesellschaft möchte ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es Menschen gibt, die es verdient haben, obdachlos zu werden, um es mal so zu formulieren. Kein Mensch hat verdient, obdachlos zu werden. Und wir können in unserer Gesellschaft oder könnten, wenn wir nicht ständig Millionen Leute reinfluten lassen würden, könnten wir auch Leuten helfen. Da bin ich nach wie vor links. Auch in Punkten der, sagen wir mal, ich bin ja durchaus auch progressiv, also ich bin für Homo-Ehe, ich bin für, weiß ich nicht, in anderen Bereichen. Ich bin in anderen Bereichen wieder konservativer, wobei mein Konservatismus eher ich möchte eine konservative private Lebensführung.
Ich möchte keinen Konservatismus, der mir vorschreibt, wie ich leben muss. Und Friedrich von Osterhal hat ja mehrfach sehr gute Videos gemacht, in denen er auch sagte, dass der Konservatismus einer der modernen Prägungen sein muss und nicht die Rückkehr nach 1914 oder irgendwie so sein kann. Das ist genau der Grund, warum Konservative immer wieder scheitern, weil sie nur einen vergangenen Zustand restaurieren wollen und dahin folgt diesen Leuten natürlich kein Mensch. Aber als Mensch, der selbst überhaupt keinem Lager zugehört, sage ich das nur nebenbei und ob Konservative da auf mich hören, ist mir letztlich auch persönlich irgendwo egal. Die Wahrheit wird sein, dass es die Republikanische Partei in ein, zwei Jahren gar nicht mehr gibt. Also ist eine Partei, die ihrem eigenen mithin erfolgreichsten und beliebtesten Präsidenten, jedenfalls in der eigenen Anhängerschaft, in den Rücken fällt und in der letzten Sekunde den Dolch in den Rücken sticht. Praktisch, was haben wir jetzt? 4 Tage, nee, 6 Tage, bevor sein Amt offiziell abläuft, ist doch eine Partei, die unwählbar geworden ist. Zumal, also Tim Pool, ich habe das gestern oder vorgestern auf seinem Kanal gehört, diese Analyse der Republikanischen Partei, die Tim Pool sagte, ist absolut korrekt in einer Hinsicht. Er sagte, die aktuelle Republikanische Partei ist inhaltlich eigentlich nur die Demokratische Partei von vor 10 Jahren. Denn Obama war gegen Homo-Ehe, Obama war für Kriege im Ausland. Das heißt, die Republikanische Partei hat gar kein konservatives Bild, sondern sie ist eigentlich nur so, wie die Demokratische Partei vor circa 10 Jahren gewesen ist. Sie hat überhaupt gar nichts. Und ich bin mir sicher, die Republikanische Partei wird auch in 5 Jahren genauso woke links sein, wie heute die Demokratische Partei. Nur, dass die Demokratische Partei dann in 5 oder 10 Jahren noch viel absurd linker sein wird und noch viel absurd woker. Die Republikaner werden das nachmachen, genauso wie die CDU. Die CDU hat am Schluss auch für Homo-Ehe gestimmt. Nun, und das sage ich als einer, ich selbst bin auch dafür, persönlich gesprochen. Aber das ist keine konservative Position. Damit macht sich eine konservative Partei ja überflüssig. Das ist doch ganz logisch. Nun kann man, ich umgekehrt bin, der habe immer wieder versucht, in diesem Punkt zu argumentieren, Leute, Homo-Ehe kann ein Sieg des Konservatismus sein. Denn wenn Schwule anfangen, konservativ zu leben und sich dauerhaft zu binden, wie Heterosexuelle, dann kann man das auch als einen Erfolg konservativen Lebensmodells betrachten. Und ich sehe das auch so. Aber gut, das ist diese Art Nuance überfordert die Köpfe der meisten ohnehin. Von daher lasse ich dieses Thema jetzt mal beiseite. Aber ganz grundlegend gesprochen, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Republikaner in wenigen Jahren den größten Teil der Woke-Agenda genauso übernommen haben werden, wie es heute die größten Teile der CDU auch haben. Na? Also wer war das? Ich weiß leider nicht mehr. Einer aus der CDU. Ich habe, weil ich die Nachrichten verfolge, diese Namen alle verdrängt. Irgend so ein CDU-Fritze, der gesagt hat, wie war das? Die Flüchtlinge sind die Ebenbilder Gottes. Das sagt einer aus der CDU. Und ich bin mir absolut sicher, wie gesagt, im Angesichts, denn die Republikaner warten ja auch, sie haben keinen Trump mehr. Sie haben jetzt Trump verraten und wie Brutus Cäsar dem Dolch, den Verratsdolch, oder wenn man will, die Schäkel erhalten vor den Judaslohn. Das haben die Republikaner jetzt gemacht. Wer will denn diese Partei da noch wählen? Für was? Wenn man progressiv ist und die Republikanische Partei wird sich dem allem unterworfen und allem fügen. Der grünen Ökopolitik, der Gendergeschichte und so weiter, den werden die sich allen fügen. Jedenfalls der größere Teil der Republikanischen Partei. Sodass sie in, weiß ich nicht, 3, 4 Jahren oder vielleicht geht das alles sogar sehr viel schneller, praktisch wie eine nur noch harmlosere, leicht runtergefahrene Version der Demokraten erscheinen wird. Das ist, was ich erwarte. Sodass es überhaupt gar keine Opposition mehr gibt, außer eine, die als Feigenblatt existiert.
Das ist das zu Erwartende. Und dann ist, selbst wenn die Republikaner das nicht machen werden, die Demokraten werden Mechanismen fortführen, die es unmöglich machen, dass je wieder ein Republikaner Präsident wird. Es sei denn einer, der genauso woke ist wie die Demokraten jetzt. Was dann bedeutet, dass es gar keinen Unterschied macht. Und das bedeutet de facto, dass sämtliche Mittel von Debatten und Wahlen sich erschöpft haben. Möge daraus jeder Konsequenzen ziehen, wie er mag. In den berühmten, ich habe gesagt, was ich meine, das dazu zu sagen ist. Und in den berühmten Worten von Pontius Pilatus, ich wasche meine Hände in Unschuld.